mir mal den Spaß erlaubt und habe eins seiner T-Shirts aufgehoben, in eine Tüte gepackt und am nächsten Tag, als er nüchtern und wach war, habe ich ihm das T-Shirt hingeknallt und habe gesagt, willst du mit dem Shirt knutschen? Und er so, Wir haben ja von einem Tag auf den anderen Tag geheiratet. Wir haben ganz billig Ringe gekauft, waren dann für 12 Euro, 4 Ringe. Scheiß auf Antrag, scheiß auf lang warten. Einfach Standesamt und los. Wenn mich irgendwas nervt, dann bin ich so lange, warte ich, bis ich explodiere. Ich wusste, dass wir knutschen müssen und ich war so aufgeregt. Ich dachte, oh mein Gott, ich habe sowas also noch nie gemacht. Und dann habe ich ihn angeschrieben und gesagt, wie geht denn das? Und dann hat er nur ganz locker geschrieben, ja gar nicht, es gibt keinen Filmkuss, wir küssen richtig. Wenn du einen kleinen Finger gibst, dann wollen sie in den ganzen Arm. Das ist einfach bei denen drin, dass sie denken, dann mit denen kannst du es ja machen. Es gab Drehbücher, die zu uns nach Hause geschickt worden sind. Ich habe 16 Seiten davon gelesen und davon gab es schon 4-mal Sex. Und dann habe ich gesagt, nee, das spielst du bitte nicht. Und Freddy so, Mann, Annika, damit gehe ich bestimmt nach Cannes. Und ich so, ist mir egal, ich will nicht, dass du ein Porno drehst. Das ist jetzt gerade der Fall, dass ich mich, glaube ich, extrem einfach um meine Familie kümmere und probiere, dass denen gut geht. Das gibt einen mehr, als jetzt immer der letzte Gast im Nachtlokal zu sein. Der Gast aus 307. Stories aus dem privaten Wohnzimmer von Daniel Stock und seinen Freunden. Meine Damen und Herren, bitte begrüßen Sie mit uns heute bei der Gast aus 307. Daniel Stock, Frederik Lau und seine Frau. Annika Lau. Ja. Auf geht's zu einem neuen Abenteuer. Hey meine Freunde, ist total geil, dass wir zu dritt einen Podcast machen. Und bevor wir eigentlich so ein bisschen loslegen, schauen wir uns nur, vielleicht können wir kurz Revue passieren lassen, was wir gestern gemeinsam erlebt haben. Es war schon einzigartig und sowas haben wir in dieser Konstellation ja nicht oft, dass wir eine ganz feine Runde mit dem E-Bike unterwegs. Könnt ihr euch noch erinnern, ihr zwei? Ja, wir sind auch heute mit der Gondel sind wir über einen unserer Wege gefahren und haben wir noch den Kindern gesagt, guck mal, gestern sind wir hier hochgefahren mit dem Fahrrad. Und die so, hä? Ja, und ich habe gesagt, natürlich, nächstes Mal muss ich echt das ausprobieren mit dem Turbo. Das geht's ja mittlerweile mit dem E-Bike. Ich weiß nicht, worüber ihr redet, mein Display war aus. Ich habe keine Ahnung. Das war der absolute geilste Running Gag auf jeden Fall. So ein E-Bike-Ding hat schon was für sich. Ne? Das war wirklich toll. Wir nennen es auch den Radius erweitern. Das war der Moment, wo ihr zwei das Rennen gemacht habt quasi. Ich habe verloren, natürlich. Ja, es ist echt, ich versuche es immer wieder gegen meinen Mann zu gewinnen, aber leider nein. Es war so schön, guck mal. Ja, Ausblick. Also da haben wir schon was Schönes bei uns in den Bergen. Die Kraft der Berge, dieser Ausblick, die Ruhe. Und du hast selber auch gesagt, Annika, da wird man ruhig und friedlich und glücklich. So. Ja, das ist echt so. Ich finde, da kann man einmal richtig durchatmen. Und dann weiß man wieder, wo man hingehört eigentlich, gell? Nicht in die Stadt, sondern aufs Land. Ja, ich bin ja das Stadtkind unter uns dreien, die hier gerade sitzen. Und für mich ist es natürlich auch immer, also ich kann ja mal erzählen, aus Berlin kommt man ja nicht so schnell in die Berge, ne? Also weil ich aus München oder weiß ich nicht was, meine Frau kommt ja aus, die Annika kommt ja aus Monau und die hat es da irgendwie mal 10 Minuten mit dem Auto und ich hätte irgendwie 7-8 Stunden in die Berge. Insofern war ich noch nie so wirklich in den Bergen. Ich habe nur so 1-2 Mal dort gedreht. Aber mich faszinieren sie auch immer total. Also was sie mit einem machen sozusagen. Und ich bin jetzt auch, deswegen bin ich total glücklich, dass wir hier beim Stocki sind, dass ich mir die auch mal angucken kann und das miterleben. Na klar. Dass auch das ist möglich. Das ist auch. Mit Bergblick. Das war der Hammer. Wir haben uns gestern nochmal die Videos angeschaut und ich finde es einen solchen Hammer, was du da ausgepackt hast. Ich habe das extra gemacht. Bergen und plötzlich fangt ihr an zu golfen. What? Okay. Ja, so muss es sein. Und das Geile ist, man hat immer ein Ziel. Der Freddy kennt das als Golfer, der Abschlag, und es geht immer so um eine gewisse Weite und um eine gewisse Richtung. Und da ging es einfach nur um diese Freiheit und egal wohin, sondern einfach nur diese Freiheit. Und das hat mich auch gefreut, dass du richtig professionell und richtig befreit raus. Und du bist ja, schau mal, wie elegant er noch lange stehen geblieben ist. Lange Zeit noch. Schön genießen, den Abschlag genießen. Natürlich. Den Traumausblick, die Sonne. Ja, aber das ist typisch, Freddy. Das ist so ein typisches, wir stehen da, wir sehen aus wie gemalt.
Und wir entspannen uns vor diesem Traumhintergrund. Großartig. Schau mal, wie schön das ist. Also, wenn ich ihn Freddy vorher auf dem E-Bike gesehen habe, mit seinen Klamotten, mit den Chucks und mit der weißen Hose und weißen Pullover. Der Guru. Aber wenn du ihn hier siehst, dann denkst du dir, der wusste, dass irgendwo die Golfschläge ausgepackt werden. Immer top gekleidet. Immer. Guck mal hier, schön mampfend mit dem Glücksapfel. Du hast gesagt, dass es Glück bringt, wenn man den Apfel isst, bevor man fliegt. Ja, aber ist das wirklich so? Ist das so, wenn du meinst, das ist nur ein Aberglaube, ne? Nee. Nein, ich habe so gemeint, Apple a day keeps the doctor away. Ich dachte, das macht man wirklich und so. Wir wollten heute keinen Doktor haben beim Bargleiten, weil ja. Wenn ihr beide dann als Überraschung runterfliegt und auf der einen Seite die Kinder das nicht mal wissen und die drei Kinder aber allein im Kids-Club sind, ja, ist ja trotzdem ein Naturspektakel, so in der Luft runterzufliegen. Ja, es war so. Das stimmt, toll. Wirklich fantastisch. Das war so toll. Was war das für euch, der Start? Nur dieser Moment vom Abheben oder dann in der Luft dieses glückselige für sich in der Luft so fliegen, segeln? Also ich habe einen Moment gebraucht tatsächlich, um mich zu entspannen. Ich habe es auch Ernesto, so hieß mein Pilot, immer wieder gesagt, so, ja, also ich brauche jetzt glaube ich noch einen Moment. Ich habe so gedacht, und so kurz vor der Landung, als ich dann gemerkt habe, okay, wir sterben nicht, da war es dann einfach nur schön. Da war es so schön. Ja, bei mir so hat friedlich, sofort, so ja. ruhig, so toll. Ja, für mich hat er sofort die Entspannung eingesetzt. Sofort, als wir abgehoben waren, war ich total im Modus zu sagen, okay, ruhig. Jetzt war Ruhe für mich. Ruhe und Freiheit. Ja, man ist Ruhe und Freiheit. Man hat ja auch nichts zu erledigen. Man hat nichts zu erreichen quasi. Man kann jetzt sich einfach zurücklehnen und das Ganze, das Schauspiel quasi genießen. Ja. Das ist ja auch dieses Besondere im Golfen. Sobald man so am Loch 1, meistens so ab Loch 2 draußen ist, vergisst man alles. Bis Loch 18 ist man eigentlich so wie wir hoch auf den Berg fahren mit der Gondel. Wenn du da oben bist, bist du in einer anderen Welt und da kann nach unten passieren, was will. Da ist gerade diese Auszeit und das sind schöne Hobbys eigentlich. Ja. So wie bei euch mit der E-Bike. Ihr hattet gestern einen freien Tag im Urlaub. Ja. Ich möchte nicht sagen von den Kindern, aber ist ja auch wichtig für euch zwei ein bisschen drauf zu schauen. Das stimmt. Und da sind wir saumäßig dankbar. Schau mal, wie schön das aussieht, wie du da geflogen bist. Ja, siehst du mal. Ach, schön, auch die Teufelsbrücke. Teufelsbrücke, ja. Genau, unsere Wahrsage in Finkenberg. Es ist schon sehr schön hier bei euch. Also wirklich, ich würde niemals wegziehen, wenn ich hier, also keine Chance. Keine Chance. Wie ist denn es hier mit deinen ganzen Freunden, mit denen du zur Schule gegangen bist? Sind die weggezogen oder sind die geblieben? Ja, die meisten sind schon geblieben. Mhm. Aber ich habe sehr viele Freunde, weil ich habe ja selber auch sehr oft die Schule gewechselt. Deswegen musstest du. Musstest du. Wie habt ihr zwei euch, wir haben gestern schon ein bisschen geplaudert, kennengelernt habt ihr euch beim Musikvideo. Moderatorin trifft Schauspieler, war schon, oder? Oder warst du noch beim Radio? Nee, ich war schon beim Fernsehen und habe ganz aufgeregt dann Freddy angeschrieben, damals noch über Facebook, weil ich überhaupt keine Ahnung hatte, wie man Filmküsse macht. Weil ich wusste, dass wir knutschen müssen und ich war so aufgeregt. Ich dachte, oh mein Gott, ich habe sowas also noch nie gemacht. Und dann habe ich ihn angeschrieben und gesagt, wie geht denn das? Und dann hat er nur ganz locker geschrieben, ja gar nicht, es gibt keinen Filmkuss, wir küssen richtig. Und da war ich so aufgeregt. Ich wusste gar nicht, ich dachte, oh Gott, was soll ich denn jetzt nur machen? Und dann haben wir das halt so gemacht. War schön. Ja. Nee, ich kannte Annika natürlich auch irgendwie aus dem Frühstücksfernsehen schon. Ich fand sie auch ganz toll. Da bin ich total gefreut und dachte mir so, okay, jetzt muss ich mit Annika Kipp, damals noch Kipp, zusammen drehen. Und war dann gut aufgeregt, auch wo ich dann wieder geklingelt habe und dachte mir, okay, jetzt heute drehen wir das Musikvideo. Und dann war das aber ein total schöner Tag. Und dann mussten wir uns küssen und dann war das aber auch sehr schön. Und dann dachte ich mir, okay, da muss ich sie behalten. Aber war das wirklich das Musikvideo, der Kuss im Video und dann seid ihr wirklich zusammengeblieben? Also der Kuss im Video war der zweite Kuss, weil wir haben einen Probekuss gemacht. Weißt du noch? Mhm. Ich gesagt habe, können wir kurz proben? Dann haben wir kurz geprobt und dann haben wir, okay, passt. Dann haben wir gefilmt und dann war das unser zweiter Kuss, den man da sieht. Ist schön, weil da können wir uns den immer wieder anschauen. Und dann, naja, stimmt. Der erste Kuss ist verewigt. Ja. Ja. Cool. Du, und dann bist du dieses eigentlich aus Bayern, oder? Das bayerische Voralpen-Girl.
Ja, aber ich bin damals, war ich ja schon in Berlin und war aber total verloren in Berlin. Also ich habe gar keine Freunde gehabt, ich habe nur gearbeitet. Ich bin da hingezogen aus München, habe damals noch bei Antenne Bayern gearbeitet und bin dann vom Frühstücksfernsehen angerufen worden. Und dann war ich da und habe halt nur gearbeitet, die ganze Zeit. Und dann habe ich Freddy getroffen und war ich halt so voll verankert in Berlin plötzlich. So, das ist so richtig, ja. Und dann ist die Arbeit erst richtig losgegangen. Ja. Würdest du sagen, Freddy, dass du dann Bad Boy, Berlin, Bad Boy, aber Bad Boy ist nicht negativ, sondern einfach so Street Boy, ja, oder? Ja, ich würde schon sagen, also ich bin halt irgendwie in Berlin aufgewachsen, bin immer da geblieben, hatte damals, wie alt war ich denn da? 23. Ja, ist schon länger her, ist fast 10 Jahre her. Und genau, habe schon immer so ab und zu mal gedreht so, und dann kam es halt aber auch, habe noch meine ersten Junggesellenbude gewohnt im letzten Hinterhof in der untersten Etage, wo man so reingucken konnte, wenn man so von draußen reinkam und so, und mit so ein bisschen Spiegelfolie, die so halb abgefallen ist. Das war so schlimm. Ich weiß noch, dass dein Kater, weil das war im Erdgeschoss, dein Kater Louis, der hat irgendwann mal eine Taube erlegt und hat die dann in deine Tasche gelegt, und ich dachte, was ist denn hier los mit den ganzen Federn? Also es war so eine richtig ranzige Bude. Ja. Richtig ranzig. Ja, danach, genau, und dann kam es halt irgendwann dazu, dass wir gesagt haben, okay, nee, kam erstmal was so, dass wir, genau, dann wir zusammengekommen. Es war dann so, das war aber noch meine wilde Zeit. Da war, Annika dann angefangen, um 3 Uhr morgens, musste immer aufstehen zum Frühstücksfernsehen gehen. Und ich kam dann so langsam nach Hause. Also die Kombi war ja nicht schlecht, oder? Schauspieler, der lange Nächte oft hat oder viele Abende und Frühstücksmoderatorin. Ja, wir haben uns halt, an solchen Tagen haben wir uns kaum gesehen, leider. Weil wir haben uns dann echt abgeklatscht. Oder du hast mich geweckt. Ja, der Klassiker war aber immer so, geh schon mal nach Hause, ich komme gleich nach. 2 Tage später. Das Übliche. Wo bist du? Egal. Ja. Es war lustig. Es war spannend. Und Freddy, du hast mir erzählt auch, du kommst eigentlich aus der Hockey-Liga eigentlich. Das war gar nicht so klar, dass du Schauspieler werden möchtest, sondern eigentlich warst du Sportler, Hockey. Ja, Hockey-Judo habe ich gemacht, weil ich Berliner deutscher Judomeister. Und ich habe alles immer so, also ich habe immer alles früh angefangen, und wenn ich was angefangen habe, habe ich es halt vernünftig gemacht. Und ich war nie so ein Freund von quasi, okay, ich probiere mal aus oder ich mache jetzt mal so ein bisschen so halbwegs, sondern wenn, dann mache ich es irgendwie richtig. Und dann kam es irgendwie dazu, dass ich wohl halt immer so ausgewählt, auch beim Eishockey oder so zu kleinen Reportagen, da gibt's bestimmt noch einige, damals bei DSF oder weiß ich nicht was, wo sie mich dann immer sozusagen so mit begleitet haben, und dann wurde ich dann auch Berliner Judomeister, und dann wollte ich mir das eigentlich mal ausschneiden und so diesen Artikel, dass ich da Berliner Judomeister wurde und so, und dann stand da aber nichts, dann war ich todtraurig, und dann wurde ich aber auch angesprochen, genau, und dann, lass mich mal kurz sammeln, da war es so, dass ich dann stand da in so einer Ausschreibung, oder die haben mich dann Leute gefragt, ob ich zum Casting kommen will, und dann bin ich dazu zum Casting gegangen, ganz naiv, und habe mich da so vorgestellt, habe gesagt, hallo, ich bin Frederik Lau, und wurde dann quasi dann Schauspieler. Zum Schauspieler entdeckt, ja, ich kam dann da so hin, und es war so ein kleiner Kinderfilm fürs deutsche Fernsehen, und mir hat das so unheimlich Spaß gemacht, auch diese Welt, also genauso wie wir jetzt hier sitzen mit Mikrofon, auf einmal waren noch Kameras dabei, und ich dachte, das fliegende Klassenzimmer. Nee, es war noch davor, vor dem Stimmklassenzimmer ein Film. Der große Bruder hieß, es war so ein 25-Minüter. Und dann gab es da so eine kleine Premiere. Und bei dieser kleinen Premiere wurde ich dann gefragt von meiner ehemaligen Agentin, wurde ich dann gefragt, ob mir das Spaß macht. Und genauso habe ich gesagt, ja, mir macht das Spaß. Und es hat bis heute überhaupt nicht aufgehört. Also es macht mir genauso viel Spaß wie damals. Also bist genau du genauso, wie man heutzutage sagt, dass es authentisch das Wichtigste ist, bist du damals schon mit 13 genauso hineingerutscht. Und ich stelle mir vor, deine Freunde haben an der Straße gesagt, hast du schon gehört von Frederik? Was denn? Der Frederik ist jetzt Schauspieler. Das Lustige, ich habe letztens sogar jemanden getroffen, also vor einem Jahr oder so, war ich irgendwie unterwegs auf so einer Veranstaltung. Dann habe ich so einen ganz alten Kumpel von mir getroffen, und der kam da so mit, das ist eigentlich so eine piekfeine Veranstaltung, und er so mit einer Lederjacke da so rumgerannt, so einer aus meinem Bezirk, früher so Straßenjunge auch, und meinte so, Freddy, was du, ich frage ihn erstmal so, was machst du denn hier? Er sagt, Freddy, was machst du denn hier, ist die Frage. Ich sag so, ja, ich mach doch jetzt so Schauspielerei und so. Und er sagt so, ach,
Freddy, du musst mir doch keinen erzählen. Und ich sage, nein, wirklich, ich mache Schauspielerei. Und das war jetzt wirklich, da war ich 30, ne? Oder so. Und dann hat er seiner Freundin erzählt und meinte, ja, ja, du weißt schon, dass dein Kumpel irgendwie ein Schauspieler ist. Und sie meinte, Mann, das Freddy ist ein Straßenjunge, der ist kein Schauspieler, bis er das begreifen hat, dass ich das mache. Er sagt, Freddy, du musst jetzt keine Lüge erzählen. Weißt du? Ich mag dich ja, bist du trotzdem mein Freddy. Ja, genau. Nee, war aber ganz amüsant, ja. So ist das manchmal. Annika, es hat ein Mann, die letzten drei Filme, wenn ich die jetzt hernehme, Nightlife, Das perfekte Geheimnis und Generationsbeziehungsunfähig. Mhm. Sind da auch so Sachen drin, wo du sagst, boah, da habe ich mit ihm ein Wörtchen zu reden oder da spielt er im Film eine andere Rolle oder hey, das bist genau so, das wird mir jetzt erst klar. Also zwei von den Filmen habe ich nicht gesehen. Da frage ich Freddy immer vorher, ob mir die Filme gefallen und er sagt meistens nein. Weil da sind dann zu viele Szenen drin, die mir nicht gefallen. Das perfekte Geheimnis habe ich aus anderen Gründen gar nicht gesehen. Ich weiß gar nicht, wieso. Konntest du nicht? Konnte ich nicht. Generation beziehungsunfähig habe ich nicht gesehen, weil da zu viele explizite Szenen drin sind. Freddy hat gesagt, schau die nicht an. Habe ich nicht gemacht. Aber mein Vater ist es, der meistens die ganzen Filme anschaut und der sagt dann immer, Mann, Freddy, dass du dafür überhaupt Geld bekommen hast. Hast dich wieder selber gespielt. Echt? Hast du doch gar nichts leisten müssen. Der meint es aber nur im Spaß. Der weiß auch, dass Freddy einfach granatenmäßig ist. Aber das ist, man merkt das, finde ich, dass er immer so viel Spaß hat. Und ich finde, dass hast du gesehen, wie er den ersten Filmpreis gewonnen hat, die Lola? Da war er, glaube ich, alt war es nur, 17, 18. Da ist er hochgegangen und hat so vor sich hingestopselt und hat dann irgendwann gesagt, ja, also mir macht das so viel Spaß aus tiefster Seele. Und man saß davon und dachte sich, ach, ist der niedlich, oh Gott. Und jetzt, so viele Jahre später, bist du so ein Riesenstar geworden. Krass, freue mich für dich. Dass du immer noch alles machen kannst, was dir Spaß macht. Ja, sowieso immer nur, was mir Spaß macht. Ja, aber das ist cool, weil es ist ein Privileg, ja, zu dem man selber sehr viel dran teilgibt sozusagen oder selber dafür gibt, was auch mit viel Glück und Wohlgemut von vielen anderen Seiten natürlich verbunden ist. Stimmt, das, ja, Glück. Das alles gut meint. Ich glaube auch, aber fest daran, dass wenn man irgendwie die Leute... Das hat mein Vater immer zu mir gesagt, wenn du da hingehst quasi, natürlich ist es Bürde quasi, also enttäuscht die Menschen. Ich gehe da hin und gebe dein Bestes und ich glaube, dass sich auch irgendwie Qualität und wenn man auch respektvoll und gut mit den Menschen umgeht und wenn man seine Sache ernst nimmt, ich glaube, dass sich Qualität auch in dem Sinne immer irgendwo durchsetzt. Ich glaube da fest dran. Ja. Aber das ist ein Hammersatz, finde ich, von dem Vater, enttäuscht die Menschen nicht, weil das schwebt ja immer wie so ein Damoklesschwert auch über dir. Ja. Okay, ich darf die alle nicht enttäuschen. Ich muss immer mein Bestes geben für Papa. Ja, aber ich finde es wichtig, dieser innerliche Druck dabei. Ja, ja, auch, ja. Beides. Ja. Mhm. Ja. Weil ich sage ja auch bei den Schauspielern. Aber auch einen selbst nicht zu enttäuschen. Ne? Also ich könnte nie nach Hause gehen und sagen, ich habe jetzt heute komplett einfach verkackt. Sagen, ne? Ich finde es schon wichtig, dass man irgendwie sich da auch selbst irgendwie so ernst nimmt, zu sagen, okay, das ist jetzt die Qualität, die ich zu leisten habe irgendwo. Weil du weißt eben beim Fußball zum Beispiel, wie viele von unten rauf auch beweisen möchten und niemanden enttäuschen möchten und es schaffen möchten und wahrscheinlich auch beim Schauspielen, wie wenige dann oben ankommen. Ja, das stimmt. Man sieht ja oft, man sieht immer nur diese 10 Gladiatoren oder diese Handvoll Schauspielern, aber wie viele da wegsickern, das ist auch... Man sagt, glaube ich, 5%, ne? 5% aller Schauspieler können davon leben. Ja, das ist schon heftig. Wenig. Ja, ich glaube, bei der Musik ist es auch nicht anders. Ich glaube, gerade bei künstlerischen Berufen ist es halt immer schwer, ne? Also sich da irgendwie reinzufuchsen. Und aber es gibt ja auch so viele tolle Schauspieler, die nie gesehen werden, ne? Aber es ist ja bei Moderatoren genauso. Oder ich glaube, dass es immer nur eine Handvoll ist. Natürlich ist da auch viel Glück dabei. In unserer Branche ist umgekehrt. Wenn du ein guter Hotelier bist, 95% von den Hoteliers können davon leben. Ja. Das ist die Branche wechseln. Wir müssen die Branche wechseln. Wenn es nicht mehr läuft. Jetzt habe ich es verstanden. Als Hotelier hat es immer geheißen, du kannst nicht reich werden, aber du kannst ein sehr schönes Leben führen, weil du hast ja alles sozusagen. Deinen Kopf, deine Sicherheit, Gäste, Netzwerk, Beziehungen und Essen, Trinken, sage ich jetzt mal, oder? Ja, das stimmt. Da hast du vollkommen. Aber darf ich dir noch mal zeigen, was du hast? Das musst du dir jetzt anschauen. Ich habe heute Morgen habe ich ein Bild geschossen. Da war ich, um wie viel Uhr war es? 7.20 Uhr. Weißt du eigentlich, wie privilegiert du wohnst? Wow, Sonnenaufgang.
Ist das nicht ein Traum? Das habe ich mit Bruno geschossen und dachte so, boah, das ist vielleicht ein privilegiertes Leben. Ganz egal, wie viel Kohle man hat, ganz egal, wie es einem gerade geht, wenn man da hinschaut, ich finde, dann geht es einem total gut. Es ist grandios. Also was so schön ist. Ich bin automatisch glücklich, wenn ich das sehe. Wenn man es gegenseitig schätzen kann, oder? Ja. Das ist ja das auch noch. Das stimmt. Du, als Annika noch einmal. Also es gibt dann schon Filme, die du dir vom Freddy nicht anschaust und wo du auch gar keinen, das geht bei dir vorbei, die schaust du nicht an und fertig oder vielleicht in 20 Jahren. Sowas. Wenn ich dann drüber bin und froh bin, wenn du mal weg bist. Momentan ist es ja noch so, dass ich traurig bin, wenn er weg ist. Es gab Drehbücher, die zu uns nach Hause geschickt worden sind, die habe ich durchgelesen oder nicht durchgelesen. Ich habe 16 Seiten davon gelesen und davon gab es schon 4-mal Sex und dann habe ich gesagt, nee, das spielst du bitte nicht. Und Freddy so, Mann, Annika, damit gehe ich bestimmt nach Cannes. Und ich so, nee, egal, ich will nicht, dass du ein Porno drehst. Ich habe auch schon einiges gesagt. Oder wenn ich eine Rolle, ein Drehbuch lese und meine Frau sagt so, ich hoffe, du bekommst es nicht. Ich hoffe, du spielst es nicht. Ja, es gab so eine Rolle, da war ich, zwei Rollen, da war ich echt glücklich, dass du die nicht gemacht hast. Also man muss sich schon in diese Perspektive auch reinversetzen. Als von mir, als Frau meinst du? Ja, klar. Also auch für alle Frauen. Es gibt ja viele Schauspieler, die sind Single, die haben Freundinnen, das ist was anderes. Aber wenn es als Mutter von drei Kindern verheiratet und dann kommen solche Liebesfilme oder Sexszenen, das ist das. Es tut weh. Ist so. Aber es weiß Freddy, dass mir das dann nicht so gut geht. Aber ist egal, es ist ja sein Job und er versucht es mir so zu erklären und ich versuche es so anzunehmen und gut. Aber weißt du, es gibt auch so ganz schlimme Filme, wo er... Und ich glaube auch dann so in 10 Jahren ist die Noah dann auch gegessen und spielt man so ältere, die Väter. Die Väter? Freddy hat bei Röhler mal einen schwulen Nazi gespielt und hatte so ein Hakenkreuz in sein sehr schönes Brusthaar reinrasiert für viele Wochen und es war so schlimm, wenn du so nachts aufwachst und dann strahlt dich dieses Hakenkreuz im Halbdunkel. Gibt es auch schon ein paar Veränderungen, die da nicht so schön sind, dann hofft man auch selber. So, ich habe da auch schlimme Träume von gehabt. Im Sommer, ne? Du warst so glücklich, als du dann wieder baden konntest. Ja, ich habe dann, bis ich alles abrasiert habe. Ja, es ist Fluch und Segen, ne? Jeder Job. Dein Lieblingsfilm von Freddy? Wenn wir jetzt sagen, welche du nicht gesehen hast. Wer küsst schon ein Lego an? Ich liebe den Film. Das ist da bin ich noch so ganz schön. Jung. Habe ich nur ganz jung. Aber da warst du so. Es war so hat sie dich immer jetzt noch in Erinnerung. Ja, so bin ich immer noch für sie. Ja, aber ich bin nur 13. So. Jetzt weißt du, wo der Hase ist. Und ich weiß, wann du spätestens alle Filme anschauen wirst, wenn die Kinder so weit sind, dass die sagen: So, und jetzt werden wir mal schauen, was der Papa so für Filme. Da haben wir schon angefangen. Ja. Das Fliegeklassenzimmer gucken wir neulich angeschaut. Ja. Da rezitieren sie mich auch immer manchmal, dann kommen die immer mit meinen Sprüchen, die ich so im Film sage und so. Ui, das wäre cool. Ja, das ist schon lustig. Und Bass, der mittlere Sohn, der eigentlich dein Gegner wird oder ein Ebenbild. Ja. Nee, aber auch meine Tochter sagte, das ist mein Lieblingsfilm, Papa von allen. Und ach, schön, oder? Immer, ja, super, toll, ja klar. Na, ich freue mich auch drauf, wenn es irgendwie, natürlich jetzt gehen noch nicht alle Filme, die ich gemacht habe, also da warte ich noch mal ein bisschen. Nicht, dass sie komplett verstört sind. Was ich gestern auch so mitbekommen habe und was mich sehr beeindruckt hat, vom Herzen her und vom Gefühl, dass sie so, man kriegt sie oft gar nicht so mit. Man hört so Schauspieler, Top-Schauspieler, Moderatorin, alle in diesem öffentlichen Leben. Dann aber noch zusätzlich 3 Kinder. Mhm. Das noch als Annika, als welche Frühstücksmoderatorin und dann auch noch eure Leidenschaft zu reisen, dass ihr nebenbei auch dann sagt, hey, wir sind in Berlin, wir haben da unsere Jobs und unseren Freundeskreis und die Kinder, aber wir reisen und auch, du hast mir erzählt, der schönste Urlaub, der dir in Erinnerung geblieben ist. Das Vietnam hast du auch angesprochen? Ja, wir waren in Vietnam, da war ich schwanger mit Lilo, also das war unser erster großer Urlaub. Da waren wir 4 Wochen unterwegs. Große Reise. Also Urlaub ist es ja nicht. Urlaub ist es ja eigentlich, Reisen ist ja ein Unterschied. Urlaub ist man an einem Ort. Hier beim Stock 4 Woche auf Urlaub, aber das war Reisen. Ja, wir sind echt auf verschiedenste, also wir sind einmal mit dem Nachtbus gereist und das ist so krass in Vietnam.
Es ist immer ein bisschen ranzig. Ja. Es gab sehr viele Kakerlaken. Freddy hat fürchterliche Angst vor Kakerlaken und hat immer mich vorgeschoben. My wife is pregnant, hat er gesagt. Wir können hier nicht bleiben, wir müssen ein anderes Zimmer haben, hier sind Kakerlaken. Und ich so, who cares, ich mag Kakerlaken nicht, aber ich habe jetzt auch keine Angst vor denen. Und wir sind einmal mit dem Nachtbus gefahren und weißt du noch, mit welcher Musik wir am nächsten Morgen aufgeweckt worden sind? Weißt du das ja, noch? Ja, klar, mit Happy New Year, oder? War das doch, ne? Entweder war es Happy New Year von ABBA. Oder, und die stehen da total krass auf Modern Talking. Modern Talking ist da der Shit da. Der absolute Shit. Und es ist so krass, dass Vietnam da so hinterm Mond lebt. Was bei uns schon seit gefühlt 300 Jahren auch. Die mögen so diese hellen Stimmen und so. Weißt du, was ich meine? Die meinen, man diese. Ja, aber das war schon. Happy New Year. So. Ja, aber es war auch so. Und war es vielleicht auch die Videos von den Jungs mit diesen langen Haaren noch dazu, stimmt, oder so. Ja, ja, das war damals so dieses Disco. Ja, ja, genau, da stehen die drauf. Ja. Studio 54 aus Deutschland. So genau, bisschen, genau. Ja, das war echt ein schöner, also war eine tolle Reise. Das war also, sehr, ihr seid sehr offen, toll. Offen für Reisen und offen für euren Radius zu erweitern. Ja. Das Netzwerk auch mit Essen und ja, ich glaube, wir gucken, also ich bin jemand, also ich gucke mir auch immer alles an und ich gehe in jede kleine Nische rein und lass mich da irgendwie begeistern oder auch, ich möchte mir auch irgendwie alles ansehen, ich probiere irgendwie alles aus. Deswegen mag ich das Reisen total gerne, mir gibt es total viel, neue Erkenntnisse zu haben und ich finde das Wichtigste auch einer Beziehung oder einer Ehe ist so, dass man zusammen Sachen entdeckt sozusagen und zusammen Abenteuer bereist und erlebt. Und ich glaube, dann wird's auch nicht langweilig, ne? Also, wenn man immer so was Neues hat, was man teilen kann, was man nicht vergisst, genauso wie hier zu sein, zu sagen, wir fahren dahin, wie so die letzten deutschen Touristen wieder da oben hin. Alle sind schon in Skianzügen und wir kommen dann wieder fast mit kurzer Hose Stoder an. Stoder dann. Wir müssen schnell wieder runterfrieren. Ist aber wirklich. Und Freddy so, Mann, Annika, du kommst doch vom Berg. Ja, ich sag so, diesmal geht's nicht auf meine Kappe. Das muss Annika. Ja. Oh Mann, ja, keine Ahnung. Es gibt, also wir haben schon auch unsere Differenzen. Also wenn wir dann auf der kleinsten Scheißinsel sind, wo 3 Stunden Strom am Tag ist und wo so handgroße Spinnen im Klo hängen, weißt du noch, wie ich da immer, ich bin immer zum Strand gelaufen zum Pinkeln, weil ich das so fürchterlich fand, bei uns auf dieses Spinnenklo zu gehen. Das ist wirklich handgroße Spinnen. Also es gibt auch unschöne Momente beim Reisen, aber ja, dann machen wir das immer, sind wir mal zwei, wir buchen eigentlich immer nicht, wir fahren dann da und dann gucken, wo es dann uns hin verschlägt, dann rufen wir da kurz an, irgendwie, ja, do you have a room? 5 Euro pro Abend, also der, pro Nacht. Oder der immer darüber und dann hat man halt manchmal keinen Strom und dann sagt meine Frau irgendwann, so, jetzt habe ich keine Lust mehr, jetzt will ich eine richtige Toilette. Jetzt will ich ein richtiges Bad, ich will einmal warm duschen. Ja, warm duschen mag ich echt gerne. Und dann fahren wir kurz rüber auf eine andere Insel und dann merken wir uns, nee, das ist nicht unseres. Das ist nicht unseres, dann fahren wir wieder zurück. Warum, warm duschen war drin, aber alles andere war drin. Ja, das ist schon auch ganz so schön. Wie seid ihr, wer ist da der bessere Gast oder bessere Gastgeber oder wer mag welche Rolle lieber? Aha, so, aus welcher Perspektive möchtest du das jetzt gerne wissen? Der bessere Gast fürs Housekeeping bin ich, weil ich bin ordentlicher. Ich ermögliche dem Housekeeping, dass sie auch wirklich sauber machen können. Und bei Freddy und den Kindern übrigens auch, die ziehen sich aus und lassen einfach, wo sie es ausziehen, alles liegen, so nacheinander. So das ganze Raum ist voll mit Klamotten. Wir sorgen auch für Berge. Immer, wir haben immer Berge dabei. Berge oder Inseln? Insel, genau. Welche? Berge, genau. Inseln und Berge. Von wem aus möchtest du wissen, welcher der bessere Gast oder der bessere Gastgeber? Der bessere Gastgeber ist immer Freddy. Ich bemühe mich immer. Ja. Also ich bemühe mich total immer. Ich bin jemand, ich mag das auch total, mich um Leute zu kümmern. Ich bin jemand auch, ich liebe das zu geben und ich liebe, wenn sich Leute freuen und irgendwie dann so begeistert und sich wirklich einen schönen Tag gehabt haben. Ich mag das total genauso, wie was du mit uns gemacht hast. Ich mag das, wenn jemand da ist, den Sachen zu zeigen, was sie noch nicht gesehen haben, was sie noch nicht gemacht haben. Und auch wenn mich Freunde in Berlin besuchen, gehe ich immer an mit denen zu Stellen, die mich früher schon als Kind begeistert haben. Und zum Beispiel Elias Mbarek, ein gemeinsamer Freund von uns allen hier, zum Beispiel habe ich auch gesagt, komm, geh mal da an, fahr mal da raus. Guck dich nicht nur Mitte an, Junge. Mitte gibt's nicht zu sehen. Guck dir mal an, was wirklich Berlin ist. Und dann war ich mit ihm auch zum Schlachtensee, da hatten wir Proben. Er sagt, Freddy, ist das schön? Ich sag, ja, ach. Ich sag, Junge, hier gibt's auch richtig schöne Orte. Du musst nicht immer nur wie von Restaurant zu Restaurant rennen, sondern es gibt wirklich schöne Orte. Und ich finde, es ist immer das Schönste,
diese Orte irgendwie zu teilen und mal, was das mit den Leuten macht und so ein, das ist auch wieder so eine Art von Verbundenheit zu geben, ey, mir wurde was gezeigt und das vergesse ich nie und da kann ich auch nochmal alleine hingehen, das sind so irgendwie so Happy Places sozusagen, wo man immer wieder hingeht und wenn ich jetzt, wenn wir bei uns zu Hause jemanden da haben, mag ich natürlich auch irgendwie, dass alle gutes Essen haben, gutes Trinken. Und das sind gute Musik, ist mir auch ganz wichtig. Ich finde es auch gut, wie du sagst, so man zeigt ein bisschen die Klassiker oder die Standards und dann geht man ein bisschen so raus aus dieser Zone, Gewohnheitszone. Ja. Dann macht man vielleicht sogar mal eine Extrameile für ein Erlebnis und die eine oder andere Überraschung. Und auch für die Freunde, so wie du sagst, Elias, dass man sagt, hey, einfach zulassen und einfach mitkommen ja, und genau. Danach, weil danach heißt dann, boah, geil. Ja, ja, so mache ich ja, das aber auch Freddy mit den Kindern. Immer, es ist am Anfang erst eine Schreierei. Ja. Mal so, nee, ah, ich will jetzt nicht raus. Ich sag, komm, bei mir ist immer Alltag. Für mich ist der Alltag, ich bin für den Alltag zuständig. Es gibt was zu essen, alle leben noch, alle haben frische Wäsche, alles ist ordentlich, alles läuft. Und Freddy macht immer so die extra Goodies, die Überraschungen, die schönen Momente, dieses, ja, raussteppen aus dem normalen Alltag. Das genau, und dann gehen wir mal entdecken. Geile Kombi, oder? Ja, voll, das läuft ganz gut. Zusammen. Ja. Also wir waren mal bei so Seelenlesern übrigens und die waren auch vollkommen fasziniert von uns. Die haben uns angeschaut und haben gesagt, das ist ja unglaublich. Wir haben hier weiß und schwarz. Echt? Weiß und schwarz. Verrückt, oder? Soll ich verrückt? Jetzt? Sollst du raten? Ja, das mal im Stehen. Weiß und schwarz, ja, weißt ja. du noch? Ja, ja, weiß ich. Hallo, ich bin die Tamara, ich arbeite im Stock Resort an der Rezeption, mir gefällt es sehr gut. Hallo, ich bin der Kevin. Beim Stock ist es richtig cool durch unseren Mega-Team-Spirit. Ja, es ist einfach die herzliche Atmosphäre, die auch wir Mitarbeiter spüren in den Büros, im Backoffice natürlich der Kontakt zu den Gästen. Es ist einfach ein schönes Miteinander und wir sind alle Teil der großen Stock-Family. Also in der Team Lodge finde ich persönlich super, dass wir große Zimmer haben, einen coolen Pool, schöne Fitnessstudio, Saunalandschaft und ein bisschen Solarien. Familie Stock verlangt viel von uns. Wir müssen schauen, dass wir gerade in der Reservierung die Übernachtungszahlen reinbekommen. Aber umso feiner ist es, in der Freizeit einfach mal raus in die Berge zu gehen, die ein oder andere Hütte zu besteigen und einfach das Gefühl der Freiheit zu genießen. Da verwöhnt uns der Jens immer bei den Behandlungen, weil wir für die ja auch tolle Benefits haben, Prozente bekommen. Und da gönnt man sich nach einem langen Arbeitstag auch mal gern eine Massage. Es sind alles junge Leute, was miteinander arbeiten. Das ist vom Alter her, wir passen eigentlich super zusammen, wir sind extrem motiviert. Klar, man muss auch viel tun, gell. Es ist wie überall im Gastgewerbe dafür, wie gesagt, die Freizeitmöglichkeiten, was wir haben die 5-Tage-Woche und alles, das reduziert es eigentlich dann. Ich sage, ich arbeite meine 5 Tage, gebe da Vollgas und dann kann ich meine 2 freien Tage genießen und dann passt es. Am Abend dürfen wir auch manchmal den Wellnessbereich nutzen, den Saunabereich, das Sportschwimmbecken oder den Aquafunpark. Man fühlt sich einfach manchmal selber fast wie im Urlaub. Uns gefällt es einfach sehr gut hier. Ich bin die Marta, arbeite jetzt schon das 14. Jahr im Stock und bin zuständig für die Zimmermädchen. Meine Philosophie ist einfach die, dass ich bei den Mitarbeitern anfange, dass sie sich wohlfühlen in ihrer Teamlodge und in ihrem Zimmer, Apartment, wie auch immer. Wir sind genauso 5 Sterne Mitarbeiter, wie unsere Gäste 5-Sterne-Gäste sind. Und wenn der Mitarbeiter nicht das Gefühl hat, er ist ein 5-Sterne-Mitarbeiter, dann kann er das nicht den Gästen rüberbringen. Also das ist einfach das A und O. Sie sind alle Wahnsinn. Wir sind alle Wahnsinn. Stockfeeling. Wie geht's ihr mit Beschwerden um? Oder nicht nur ihr, drehen wir das ganz anders. Wie soll man heutzutage mit Beschwerden umgehen? Das werden ja draußen, es gibt immer, jetzt komme ich aus dem Hotel-Business und ich sage immer, wie bin ich selber? Was für ein Gast bin ich selber? Bin ich auch ein Gast, der sich immer irgendwo beschwert? Nicht im Hotel, sondern auch an der Tankstelle. Irgendwo, wo es mal zu lange dauert. Oder suche ich die Suppe oder das Salz in der Suppe? Mhm. Wie empfehlen wir heute den Menschen draußen, wie man eigentlich mit Beschwerden umgeht? So im Leben. Also ich bin jemand, ich nehme eigentlich ganz viel an und ich glaube auch, also ich beschwere mich eigentlich nie, oder? Beschwere ich mich viel? Ich glaube, nee, eigentlich nie. Also ich nehme, weil ich, es geht ja auch mal darum, was erwartet man, mit welcher Erwartungshaltung gehst du ran? Ja. Und es ist natürlich, es geht ganz schnell bei uns beiden, also nicht als, doch als Gast oder sagen wir mal, ja, nennen wir es mal so. Es ist so, dass wenn man wohin kommt und eine Erwartungshaltung hat und dann
passiert etwas, was nicht positiv ist. Wenn es quasi, wenn jetzt quasi wir in einen Zustand geschickt werden, der nicht cool ist irgendwo. Und dann schafft man es ganz schnell, dass wir auf dieser negativen Ebene weitergehen und dann nicht mehr rauskommen aus diesem Tal. Das stimmt. Weil man dann alles auffällt. Aber es ist, glaube ich, ganz normal, weil wenn man dann alles auffällt, was scheiße ist. Also wir können ein Beispiel nennen. Freddy und ich, wir nehmen uns einmal im Jahr oder also nicht mal einmal im Jahr, also alle zwei Jahre nehmen wir uns ein Wochenende, ein verlängertes für uns. Und da fahren wir in einen Wellnessbunker, der früher top war. Und dieses Jahr waren wir dort und es hat halt leider nicht mehr den Flair, den es früher hatte. Und wir haben uns dann in so einer Abwärtsspirale tatsächlich, wie du gerade gesagt hast, haben wir uns bewegt und waren so, das ist ja komisch, bis hin zu, das ist ja unmöglich, das geht alles hier nicht. Und ja, man steigert sich dann schnell rein. Ne? Es ging so weit, dass Freddy den Salz und den Pfefferstreuer mitgenommen hat, weil er das Gefühl hatte, das gehört jetzt ihm, weil er das bezahlt hat, weil der Service so schlecht war. Also es ist so ausufernd ist es bei uns, aber im Grunde genommen sind wir tolle Gäste. Ja, eigentlich sind wir gute Gäste, aber die Frage war ja eine andere, vielleicht kannst du die nochmal... Ja, also ich glaube nicht, dass wir so diese großen Jammerlappen sind. Wir haben jetzt leider einen Sohn, der jammert sich so durch den Tag und das ist natürlich für uns total schwer zu ertragen, weil wir schon versuchen immer das Schöne zu sehen und das einem Kind weiterzugeben ist so wahnsinnig schwer. Ich habe uns selbst schon so oft sagen hören, Mensch, reiß dich mal zusammen, ist so schön hier, guck doch mal rechts und links. Und er so, nein, ich will aber jetzt aufs Trampolin. Also das ist so alles sehr schwierig, ihm das beizubringen. Aber ich finde, man sollte nicht so viel negativ sehen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das machen aber viele Leute machen. Ich glaube, das ist auch, was man einem gibt. Also was ich auch bei dir, Stocki, bei dir gemerkt habe. Das Tolle ist ja auch, er geht hier rum und sagt nicht nur hier, jetzt im Hotel, sondern auch oben auf den Straßen und sowas und grüßt jeden. Und ich finde auch, was dein Vater macht oder deine Mama, die immer abends einfach rumgehen und sagen, guten Tag, schön, dass sie da sind. Ja, ich finde, das gibt sofort, und das haben die Deutschen teilweise einfach nicht verstanden, es tut mir leid, dass du dich wohlfühlst, zu Hause und warm und geborgen und gut aufgehoben. Und ich finde aber auch genauso, wenn der Stocki auf der Straße sagt, Servus, grüßt jeden, und ich glaube, das ist immer was du sendest, kriegst du auch zurück. Ganz genau. Und dann irgendwann bist du natürlich so eingefahren und hast keinen Bock mehr und strahlst es natürlich aus und kriegst natürlich das auch dann geboten, was du quasi sendest. Ne? Wie es in den Wald ruft, so sieht's aus. So schallert es wieder raus. Aber da ist gut, wenn man selber dann einem bewusst wird oder man sich gegenseitig hin und wieder mal rausholt aus dieser Spirale, dass man wieder weiß, ja okay, oder man kann ja auch zwischendurch mal sagen, da ging es jetzt nicht anders, das musste jetzt auch mal klargestellt werden. Ja, das ist auch wichtig, ja. Also ich glaube, man muss sich auch nicht verstecken, wenn sich ein, ich glaube, ich bin jemand, wenn mich irgendwas nervt, dann bin ich so lange, warte ich, bis ich explodiere, sozusagen. Weil dann wird's, bis ich das Zittern kriege, sozusagen. Und dann ist vorbei. Aber ich warte immer ziemlich lange, geduldsfahren, bis er reißt, sozusagen. Und aber ich will den auch reißen sehen, also quasi. Ich warte nur, ich gucke mir an. Das hat er schon näher. Also es braucht diesen Adrenalin, dann muss er raus. Ja, da muss er raus. Weil so halb schwanger kannst du dann nicht zufrieden, gell? Das wurmt dich dann. Ja, lieber raus und dann ist wieder mal gut. Ja, dann ist wieder gut. Dann würde es mal ansagen, aber es ist halt aber auch manchmal das Problem bei Menschen, wenn du einen kleinen Finger gibst, dann wollen sie den ganzen Arm und du denkst so, ey, ist das gerade deren Ernst? Du probierst gerade dem einfach gerade was zu geben und ich sag, und bist dann so cool und sagst, nee, gar kein Problem. Und irgendwann, weil die Menschen, das ist so bei denen, das ist einfach bei denen drin, dass sie denken, dann mit denen kannst du es ja machen. Aber gab's bei euch schon mal so einen Fall, dass ihr seid ja, alles ist ja wirklich ein unglaublich warmherziges Haus hier. Also man kommt rein und fühlt sich wirklich total wie zu Hause, wie du gesagt hast, dieses Wohnzimmer, dieses große. Ich finde, das vermittelt sich auch. Gab's denn bei euch schon mal einen Gast, wo ihr alle ausgeflippt seid und hinten in der Küche gesagt habt, putz, ich hasse Gast aus 801, ich hasse den. Gab's sowas schon? Kommt auch vor, aber es sind natürlich dann nur eine Handvoll im Laufe eines Jahres. Aber die können, gibt schon auch, ja, die können natürlich auch so extrem sein, dass sie natürlich dann viele Mitarbeiter die Energie rauben und die gar nicht keinen Bock mehr haben und die dann eh schon überarbeitet sind und den Reiz nehmen und nicht nur den Mitarbeitern, sondern auch die auch vor einem Herrn Stock mit, sage ich, 70 Jahren auch keinen Halt machen und oft sind es keine groben Probleme, sondern oft sind es kleinere, wo du denkst. Und man muss auch immer unterscheiden, und das ist ja das Gefühl eines Gastgebers, zu erkennen, kommt die Beschwerde aus dem Fehler, den wir gemacht haben.
dann sind wir auch bereit. Wir wollen ja jeden Fehler gut machen. Das ist ja immer die schönste, das ist die Champions League, die Herausforderung, etwas gut zu machen, weil das Gutmachen ist ja dann etwas, das Geistegefühl ist ja aus dem Fehler etwas Schönes zu machen, oder? Ja. Etwas, dieses Plus zu geben. Es gibt natürlich auch Gäste, die haben im Betrieb, in ihrem Unternehmen läuft es nicht gut, oftmals in ihrer Beziehung läuft es nicht gut, dann haben sie Stress mit der Frau, Stress mit den Kindern und wenn dann irgendwo etwas passiert, dann lassen die da eher diesen Dampf. Und dieses Gefühl zu haben, was braucht er? Oft brauche er auch nur mal auf den Schulter klopfen und ihn ein bisschen so wachrütteln und sagen, hey, aber es ist nicht dein Ernst, dass du dich wegen dieser Sache jetzt so raushängst. Du bist hier in der schönsten Woche Urlaub mit deinen Kindern. Du bezahlst so viel Geld für diese Woche, die nimmst du frei. Du hast tausende Mitarbeiter zu Hause und flippst jetzt hier gerade aus wegen dieser Kleinigkeit. Du bist ja ein überlegener, geiler Geschäftsmann. Und wenn er das oft hört, oftmals, oder, dann denkt er sich, ja, sorry, lass uns einen Schnaps trinken. Ich bin selber gerade so irgendwo reingeraschelt, wo er sich selber gar nicht mehr, und er wollte wahrscheinlich, will man oft einfach auch nur gewinnen, sein Ego durchsetzen und da braucht man, anstatt einen Gegenspieler, ich stelle mich Spiegel, nicht, ne? Braucht man einen Spiegel, der sich der Herr sagt, okay, und eins ist klar, das machen wir wieder gut und das, da kümmere ich mich selber drum. Und eigentlich will er nur dieses Loslassen und sagen, danke, sorry. Und dann ist ihm eh selber oft zu blöd. Und so sind wir Menschen oft. Es passiert ja ganz viel aus irgendwelchen Situationen heraus, die vielleicht viel tiefgreifender sind oder einen anderen Ursprung haben oder Herkunft. Deswegen. Aber so Energieräuber gibt es ja tatsächlich überall, an allen Ecken und Enden. Bestimmt auch am Set. Und die braucht man oft wieder. Für eins sind sie gut, dass man dann diesen ganz normalen Gast wieder, der ganz normal da ist, viel mehr schätzt wieder. Mhm. Weil sonst schätzt man das Normale schon nicht mehr. Ja, ich sage immer, da bist du wieder froh, dass eigentlich, wie normal, weißt du, dann schätzt man wieder die anderen schönen Dinge, die für einen schon fast normal scheinen. Wahrscheinlich, da hast du recht. Das stimmt. Gibt's einen Song, der euch zwei verbindet? Ja. Weißt du den noch? Weißt du? Also jetzt. Ja, weiß ich. Ja. Sollen wir dir den sagen jetzt? Ja, weil. Und zwar ist es Love in Time von Fabulous Thunderbirds. Ja. Das möchte man gar nicht meinen bei uns, ne? Aber der ist cool. Irgendwie sehr. Ihr hört viel Jazz und Blues und einfach so ein bisschen alte Soul, Musik, auch Funk. Soul, Funk. Ja. Voll, ja, total. So Freddy was. Hat die beste Playlist ever. Ich höre viel so 60er, 70er und so. Freund. Kommen ganz schöne Komplimente auch immer von deiner Frau, gell? Das merkt schön, er immer gell? Gar nicht. Nein, doch, aber weißt du was, er lächelt dann immer so. Das ist dann diese extra Lache, die er dann noch hat, weil da ist er so richtig glücklich, weißt du? Ich habe ihn total gerügt sowieso und habe gesagt, sag mal, gestern, da wollte ich die ganze Zeit mit dir kuscheln bei dem schönen Ausflug und du bist immer weg. So echt, ach, ich bin ja nicht so gut draußen, das weißt du doch. Ja, aber ich bin ja auch normal ein Kuschler, aber er dachte dann nicht, dass der Stocki meint, ich bin so ein Waschlappen. Nein, es war schön oben, speziell auf der Hütte da oben, voll. Auf diesem Plätzchen. Du, was verbindet euch mit dem Song? Das war unser Hochzeitssong. Wir haben ja von einem Tag auf den anderen Tag geheiratet. Und dann haben wir schnell irgendwie so ganz billig Ringe gekauft. Waren dann für 12 Euro. Wo denn? Wo war das Ganze? Das war irgendwo in der Mall in Berlin, oder? Was war das? Steglitz. Ja, wir sind zu so einem Bijou Brigitte rein und haben für 12 Euro so ein Ringset geholt. Damit da irgendwelche passen. Und dann haben wir das in so ein Christ... Päckchen gemacht und dann hat die Standesbeamtin gesagt, ah, Christ. Und die dachte, die sind echt. Und wir waren so, ja, Christ. Okay. Ja, Christ. Genau, für 10 Euro die beiden Dinger. Aber zu viel Werbung gemacht, musst du drüber biepen. Ach du Scheiße. Und dein Vater ist da schon gestorben gewesen, leider? Nee, der war noch nicht tot. Der war noch nicht. Ja. Da sind wir auch dann abends dann nochmal in den Trödelladen meiner Eltern gegangen. Aber was sagen da deine Eltern? Ist ja bei dir auch was? Ich meine, der Freddy kommt aus Berlin, die wussten, Freddy ist für alles Mögliche bereits auch spontan heiraten, aber deine Eltern aus Bayern, wenn du auf einmal von heute auf morgen heiratest? Also mein Vater hält es, glaube ich, immer noch für einen Scherz, weil wir haben am 1. April geheiratet. Das war der einzige teilfreie Tag. Und irgendwie, aber es lässt sich halt gut merken, ne? Also
Also meine Eltern fanden es schon erstmal total komisch. Meine Mutter ist da super traditionell, die hätte sich das schon anders vorgestellt, dass sie da, weil meine Mutter ist so eine, die stellt sich vor, sie ist so eine Grande Dame und sie würde natürlich wahnsinnig gerne alles organisieren, 18 Kuchen selber backen und Essen selber stellen, das Buffet selbst machen und dann kriegt sie halt eine Nachricht serviert, du, wir haben gestern geheiratet. Ja, aber es wusste keiner. Wir beide wussten es nur. Sind da hingegangen mit unserer Tochter, die war schon, da schon geboren. Mhm. Ne, die war ein paar Monate alt. Ja, fast ein Jahr alt. Okay. Aber die hat die Trauung verschlafen. Nee, die ist beim Ja-Wort von mir, ist sie weinend wach geworden. Und da habe ich sie auf den Arm genommen und habe dann Ja gesagt. Im richtigen Moment. Ja, so muss es sein, die war mit dabei. Ja, du, manchmal läuft es halt so. Scheiß auf Antrag. Ich find's Scheiß schön. Auf lang warten. Ich finde es schön. Einfach ich finde es auch schön, wie ihr euch gerade angelacht habt und wie glücklich ihr eigentlich seid. Und das geht Zeit, dann seid ihr in sehr impulsiven Jobs auch drinnen, gell, wo, sag ich mal, vom Blitzlichtgewitter bis die Schauspielszene, Moderatoren, Morgendienst, drei Kinder noch dazu, muss man auch, gell. Ja. Und wir sind auch impulsive Menschen. Also bei uns reibt sich's ordentlich. Also wir sind bei uns, scheppert es schon manchmal. Also zwei Alpha-Tiere? Nee, eins, ich hab's abgegeben. Du, ich bin das Beta-Tier. Nee, ich bin zurückgetreten. Es reicht ja ein Alpha-Tier in der Familie. Du hast gedacht, du bist. Aber wie unsere Kinder, die sagen das immer so schön, ich bin drin der Chef und Papa ist draußen der Chef. Genau. So, und dann geht's mal, wenn ich was sage zu Hause, hier ist Papa, hier ist Mama der Boss. Mama ist hier der Boss. Aber es ist cool, oder? Wenn die Kinder das auch so wahrnehmen und auch sie verteilen zweimal Boss, oder? Es gibt zwei und sie wissen dann genau, wer wo dann. Mama ist der Chef zu Hause, Papa ist draußen. Aber so spielt ja auch die klare Linie, wie ihr vorher gesagt habt, du kümmerst dich zu Hause um klar Schiff sozusagen, um den Tagesablauf und Freddy ist so für diese einzelnen Highlights oder für das Vorgartenspiel draußen, für dieses Unternehmungslustige zuständig, das ja für dich jetzt nicht mehr sein muss, dass du jetzt auch noch diesen Part übernimmst und weil so ist es gute Aufteilung. Das finde ich auch, ja. Und dann, und das hat mich auch sehr berührt, weil wir gesprochen haben die letzten Tage, deshalb würde ich diesen Übertitel oder ich hätte sogar so einen Titel im Kopf und ich bin auch sehr stolz, dass wir gemeinsam euren ersten gemeinsamen Podcast hier machen, der Gastos 307. Das ist auch was Schönes, euch beide als Pärchen in einem familiären Output hier zu haben. Und dann fällt mir auch der Name ein, der heißt Aufbruch in ein neues Leben. Ich habe auch so ein Gesundheitsportal, das heißt MyUV. Und da stehe ich ganz stark für Life Can Be Better. Was können wir alle gemeinsam tun, das Leben für uns und uns, unsere Nächsten Tag für Tag ein Stück besser zu machen? Und da ist dann auch der Freddy, der auf mich zugekommen ist. Und wir treffen uns ja oft auf der einen oder anderen Party, auch mit unserem gemeinsamen Freund Elias, der dann sagt, du Stocki, ich trinke jetzt gar nichts mehr. Sag ich, wie, du trinkst nichts mehr? Ich hab aufgehört. Machst gerade eine Diät? Hast gerade eine Kur oder wie? Wie lange denn? 3 Wochen? Nee, schon seit 5 Monaten oder so. Und das hat mich sehr berührt, weil wir sind sehr ähnliche Charaktere. Und meine Frauen hatten es mit mir auch immer schwer, ob Freundin oder Mutter oder Schwester, weil wir immer so impulsive Grenzgänger und lebenslustige Aufsauger sind. Und dieses Spiel natürlich für uns so gespielt haben und dann sagt der Freddy, hey, er hat jetzt auch so Aufbruch in ein neues Leben und auch für sich da jetzt viele, viele Sachen so geändert. Ja, also ich hab mir einfach gedacht, das Ding ist halt auch, dass man, wenn man dann immer so exzessiv unterwegs ist natürlich, wie du kennst es auch, Stocki, dass man manchmal dann nicht mehr darauf achtet, dass die Leute, die man liebt, dass die vielleicht auch darunter leiden könnten, ne? Und dann habe ich gesagt, okay, woran liegt es denn? Weil man ist natürlich dann auch teilweise auch geschafft von der Arbeit, aber auch von dem intensiven Lebensstil, sodass man einfach zu Hause extrem kaputt ist auch. Ne? Man ist dann, sagen wir mal, liegt man 2 Tage auf der Couch und weiß gar nicht mehr oder kann gar nicht mehr so aktiv sein und ist einfach nur auch viel, viel, viel mehr gereizt als sonst. Und
Und da habe ich gesagt, okay, das mache ich, dann höre ich jetzt damit auf und konzentriere mich eigentlich auf das, was mir wirklich gut tut, auf meine Familie. Und das klappt wunderbar so. Also ich glaube, es ist natürlich auch das Feedback, was man bekommt von der Familie, dass das total auffällt, wenn man nicht mehr so geschädigt ist. Und da ich mal alles extrem mache, das ist jetzt gerade der Fall, dass ich mich, glaube ich, extrem einfach um meine Familie kümmere und probiere, dass denen gut geht. Und das gibt einen mehr, als jetzt immer der letzte Gast im Nachtlokal zu sein. Was in dem Moment das schönste Gefühl auch war, aber nicht das schönste, aber halt in dem Moment hat man es für sehr wertvoll und wichtig empfunden. Ja, du darfst nicht fehlen und du kannst auf nicht als Vorletzter gehen, sondern. Genau. Aber hat sich das zugespitzt bei dir, dass du gesagt hast, dass du sagst, boah, jetzt hat einige Filme, dann die Kinder werden größer, Stress zu Hause, dann kam Corona dazu, dann noch ja, dieser Nightlife-Film, gibt es da so Spiegelungen, wo du gesagt hast? Ja, ich so. Würde schon auch sagen, dass Corona ein großer Teil davon war, dass man einfach, okay, man war nicht mehr so viel unterwegs, man war irgendwie ruhiger, also gab es halt nicht mehr die Möglichkeiten und man hatte irgendwie, sonst lebt man ja in einem einzigen Rausch quasi, ne? Es ist dann da eine Premiere, dann ist das da irgendwelche Veranstaltungen. Du kannst ja jeden Tag bist du ja irgendwo eingeladen. Ne? Also egal wo. Es ist schon nicht einfach. Und ja, einfach da Nein zu sagen. Und man denkt ja auch immer, man geht ja mit diesem Gedanken darum, irgendwie zu sagen, okay, ich verpasse was oder das war ja so lustig. Und irgendwann ist man in diesem Strudel drinne und merkt überhaupt gar nicht mehr, dass jemand anderes darüber nicht so begeistert ist. Ne? Und ich glaube, da erstmal wieder den Abstand zu gewinnen und das von außen irgendwie zu sehen und zu sagen, okay, alles klar, das ist schon absurd, wie viel man irgendwie unterwegs war. Eigentlich könnte man viel besser zu Hause sein. Oder dass man sagt, okay, es ist eigentlich viel schöner zu Hause zu sein. Es macht viel mehr Spaß alles, ohne jetzt irgendwie sich die ganze Zeit immer wegzuschießen oder weiß ich nicht was. Insofern war das die bewusste Entscheidung zu sagen, okay, alles klar, lass uns auf unsere Familie konzentrieren, ja. Annika, wie ich dich kenne, hast du es eh schon jahrelang probiert, immer wieder mit allen möglichen Einflüssen als Mutter und Ehefrau und Best Friend. Ja, ich freue mich darüber sehr, dass es endlich gefruchtet hat. Ist das so ein Geschenk nach langer Arbeit oder viel Energie, die du innerlich geschickt hast, wo du sagst, wow, jetzt kommt die Belohnung? Ja, also ich habe nie die Hoffnung aufgegeben, muss ich sagen, dass er dieses exzessive Feiern und Trinken sein lässt und freue mich darüber sehr. Ja, es macht ja auch. Also ich kann nach der Leberkassemmel der Vergeudeten. Ja, nee, ich kann so jedem empfehlen. Dann aber vielleicht liegt es auch irgendwann. Du kennst es wahrscheinlich sehr dir selber, Stucki. Da haben immer die Leute gesagt, ja, irgendwann, da bist du ruhiger. Irgendwann bist du ruhiger. Und ich dachte mir, wann kommt der Moment? Hast du selber drauf gewartet? Ich habe so auch gewartet. Ja. Ich habe wirklich sehnsüchtig. Ja, voll. Ja. Ich dachte mir, bei mir passiert es einfach nicht. Ja. Ich finde, ich glaube, man muss erst selber. Es geht nicht, wenn es selber geht, gell? Dieses auf dich extra verändern und so daheim bleiben, obwohl du gar nicht willst. Ja, ja, das genau. Ist ja dann auch schwierig. Genau, wenn dann ist deine eigene Entscheidung. Also wenn man, muss man es selber wollen, einfach zu sagen, okay, alles klar, ich merke gerade, es ist einfach besser für alle. Und wenn man sich dann noch selbst irgendwo dann auch mehr lieben kann, ne? Weil man denkt, nicht die ganze Zeit mit so einem Schamgefühl rumrennt und sagt so, oh, was habe ich gestern wieder, wie lange war das gestern wieder? Und wo war ich, bin ich da wieder gestrandet? Was ist das Geilste, was jetzt so aufnimmst, was du jetzt neu gewonnen hast? Ich glaube, dass alles um einiges intensiver ist und dass um einiges einfach mehr, also wenn ich jetzt gerade auch, du kennst es ja selber, wenn man irgendwie aufsteht, würde ich jetzt hier sein und abends mit dir noch hier an der Bar gesessen haben, wäre der nächste Tag einfach mal flöten gegangen und so kann ich die Natur und meine Familie genießen und dadurch irgendwie auch Kraft sammeln und sich nicht selber einfach nur so. Ist dein Freddy, gell? Geil, oder? In meinem Kopf habe ich nur so, Schnitt, wir sitzen in der Gondel und alle brüllen sich an. So, Familie genießen, das ist schon so. Auch immer sehr, ja, ist so anstrengend, ja, aber trotzdem lustig, ist es ja sowas, das gehört auch das Surrounding. Auch Genuss. Ja, aber trotzdem ist das Surrounding. Ich finde das schon noch fantastisch, irgendwie, dass man irgendwie Lust auf den Tag hat und nicht mit dem Kopfschmerzen da sitzt und erstmal nach einer Tablette sucht. Boah, wie viel Kopfschmerzen hatten wir und wie viel hängen? Sag's dir. Oder sag mal, Annika, fahr du mit den Kindern hoch. Ich komm gleich.
komme später, weil ich war mit Stocki lange. Ich habe so viele Sachen in Erinnerung, die ich alleine gemacht habe. Allein auch in Vietnam übrigens. In Vietnam hat Freddy sich mal so weggeschossen, dass er liegen bleiben musste. Und wir hatten aber einen Trip zum Boot, Schiff, Dings, und ich habe es alleine gemacht. Ach so, ich bin dann. Du warst so sauer. Was du? Und ich so, ich habe den Trip gemacht, ich wollte jetzt nicht. Das weiß jetzt der Freddy nicht mehr, weil er war ja nicht dabei. Aber war ein schöner Trip, hat mir auch gefallen. Das war Baden in irgendeiner Lagune mit vielen anderen Menschen. Das war, glaube ich, Schnorcheln. Ich sage, ich bin Taucher. Genau. So wie gestern beim E-Biken quasi. Ja. Wenn dann ohne oder mit Dovo. Genau. Oder so duschen, auchen, aber nee. Wenn dann tauchen. Wenn dann tauchen. Ja, das ist das Schmerzhafteste übrigens, wenn man schwanger ist, dass man nicht tauchen gehen kann, weil wir sind beide so gerne getaucht. Und das ist so schlimm, weil du darfst es schwanger nicht machen, du darfst es stillen nicht machen, du darfst gar nichts, wenn du stillst und schwanger bist. Ja, wir sind beide große Taucher. Das sollten wir hier noch machen. Tauchen so im Berg. Das machen wir dann nochmal. So, dann gucken wir mal, was wir da finden. Das machen wir am Gardasee dann runter. Schauen wir am Gardasee mal runter. Wir haben ja beide in der Schule gefehlt, als die Lehrerin zu uns gesagt hat, nein, Ausschluss vorbei. Das sind so spezielle Gladiatoren. Da fehlt bei euch die Synapse, gell? Das konnten wir nicht. Alle, die wir so kennen, auch hier, ich im Zillertal mit meinen Freunden und auch der Fred und alle, wir schauen uns an und wir wissen, weißt du, die sind alle so, im Zillertal sagt man so Lausbuben, aber so nette, weißt du? Und ja, ich freue mich total. Freddy, vermisst du etwas jetzt, wo du sagst, boah, das ist im Endeffekt jetzt das mit der Familie, das war jetzt echt coole Bereicherung und sehr viel Wertschätzung auch deiner Frau gegenüber und jetzt diesen Familienvater zu spielen. Aber gibt es etwas, wo du sagst, ui, das muss ich immer so in der Schublade verstecken oder da muss ich wegdenken, weil das vermisse ich? Also ich habe es auch geliebt, mir die ganzen Leute dann anzugucken, irgendwann dann nachts um 4 und um 5 und immer die Stadien zu sehen. Ich habe sie auch geliebt, wenn sie angefangen haben zu weinen. Und weiß ich nicht was, ich war immer großartig. Und ich habe da auch mal tolle Gespräche geführt. Aber insofern, das Gute ist ja auch, dass wenn man alles so intensiv betrieben hat, dass man weiß, ich schöpfe aus einigen Erlebnissen. Das heißt, ich glaube nicht, dass ich jetzt so viel verpassen werde, weil ich kenn's dann halt auch. Aber so ab und zu mir mal das Dunkle quasi wieder anzugucken, das vermisse ich schon auch, ja. Das ist so wie wenn jemand alle Titel schon mal gewonnen hat, genau. Dann kann er mal loslassen, weil er braucht es nicht mehr. Und ja, aber trotzdem ist er immer noch der Boxer. Das war jetzt aber auch, hat jetzt gut. Und Sternzeichen, ja, zweimal Löwe, Aszendent und Sternzeichen Löwe, das ist natürlich auch für die Annika eine Ansage. Das war übrigens eine der ersten Sachen, die er zu mir gesagt hat, weil ich gefragt habe, so, was bist du denn für ein Sternzeichen? So ganz naiv und er so, Löwe, Aszendent Löwe. So, okay, alles klar, ich bin eigentlich raus mental, weil mir das ist mir zu heftig. Streiten, nennt ihr Streiten oder nennt ihr es einfach Diskutieren? Wir streiten. Streiten. Oh, wir streiten. Aber ihr wisst, wie man streitet und wie man auch Streit wieder aufhört? Oder ist da mal Ruhe für 24 Stunden? Ist da mal dann? Ja. Also von mir aus wäre, also ich habe es schon mal geschafft, 2 Wochen mit meiner Mutter nicht zu reden. Ich bin da ganz stur im Streiten. Stier aber oder Steinbock? Stier. Stier. Krass. Ja. Meine Mutter ist Stier, ja. Und Freddy ist aber dann der auf mich zukommt und sagt, können wir das jetzt mal wieder sein lassen? Ja, komm noch her. Nee, ich komm jetzt nicht. Noch nicht vorbei. Ist nicht gut. Ja, aber wenn Freddy nicht wäre, dann wären wir wahrscheinlich auch schon lange nicht mehr zusammen, weil der kriegt das immer so gut hin, die Kurve. Da staune ich. Das ist gut. Also Augen hast du genug zugedrückt? Ja. Ja. Was sind die zwei Stärken von deiner Frau, wo du sagst, das sind die zwei, was dich am meisten freust? Ich glaube, dass sie sehr positiv durchs Leben geht und auch sehr offenherzig so mit Menschen umgeht und überhaupt gar nicht. Ich bin da teilweise dann auch mal verwirrt bei manchen Menschen, mit denen kann ich nichts anfangen. Ja, weil das ist Diskussionspunkt Nummer 1 gewesen, auch bei uns die letzten 8 Jahre. Man sagt, was willst du denn mit den Leuten? Dann sage ich, die sind doch total nett. Freddy so, nett! Ich wiederhole jetzt nicht, was du dann immer sagst. Ich finde an jedem Menschen per se irgendwas Gutes. Also ich weiß nicht, ich kann mich nicht so interessieren in guten Menschen.
liegst du denn dann bei mir? Du liebst alle Stockwerke. Du bist jetzt nicht nur im fünften Stock, ja, sondern willst auch mal, Abgrund. Mal in den Keller runterfahren oder in die Tiefgarage. Ja, ja, total. Verzeihen, vergeben. Gibt es auch mal so, wo du sagst, tust du dich da leicht? Dass ja als Mann ist ja das auch oft sehr schwierig, dass man sich mal entschuldigt oder um Verzeihung bittet oder so. Nee, ich finde auch immer, also man muss sich dann auch eingestehen, wenn man irgendwie Scheiße gebaut hat und so. Und dann, klar, also ich bin da, ich kann auch, man muss halt erstmal das nachvollziehen können und dann kann ich ja noch vergeben oder auch verzeihen, ja. Ja, ich glaube, das ist der Perspektivwechsel, den man dann erstmal hinkriegen muss. Dass man dann erstmal überlegt, warum, wieso, weshalb. Ja. Dann geht's vielleicht. Einfach die andere Brille mal, einfach mal durch deine Brille durchzuschauen und dann durch die Sonnenbrille. Ich habe das mal gemacht. Durch die rosa Runde. Es gibt auch manchmal, bei Freddy muss man manchmal auch so die knallhart Sachen fahren. Ich meine, das ist so, wenn der so 3 Tage weg war und in irgendwelchen Kneipen gesessen ist und mit irgendwelchen Menschen geredet hat, dann kam der nach Hause nachts und hat halt vor sich hingestunken. Das muss man sich mal richtig vor, es war so eklig. Und dann wollte er halt knutschen. Haben wir knutschen ein bisschen. So, nee, aber er wusste, die liebesbedürftig war zu Hause. Und du weißt, er hat es dir auch gesagt, gell? Ja, er hat vielen Menschen geholfen. Ja, sehr vielen. In dem Aggregatzustand. So, und dann habe ich mir mal den Spaß erlaubt und habe eins seiner T-Shirts aufgehoben, in eine Tüte gepackt. Und am nächsten Tag, als er nüchtern und wach war, habe ich ihm das T-Shirt hingeknallt und habe gesagt, willst du mit dem Shirt knutschen? Und er so, Alles gut. Es hat ein bisschen gedauert, die richtigen Schrauben zu finden bei Freddy. Aber ich habe letztens auch meine alte Jacke wieder aus dem Keller geholt. Oh Gott, die Taxifahrerjacke. Der hat so eine Taxifahrerjacke, so eine richtige alte Lederjacke. Die wiegt so 10 Kilo. Diese Kutte. Diese. Ja, eine richtig schöne alte Lederjacke habe ich. Und da habe ich gesagt so, boah, stinkt hier. Jetzt siehst du mal, wie du mal gerochen hast. Ja. Ist das? Hat nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen. Aber hey, schön. Future Annika, Future Freddy, Future Familie Lau. Wohin geht eure Wunschreise? Was habt ihr jetzt so vor? Was habt ihr so Bock? Lustig, wir haben heute erst darüber geredet und sinniert, als wir beim Essen gehen, oder war das unten, als wir im Zimmer waren, ne? Da habe ich gesagt, guck mal, Freddy, denk doch mal drüber nach. In 5 Jahren, wenn wir dann wieder hier sind, dann laufen die Kinder hier so im Hotel rum und machen, was sie wollen, weil es ist ja wirklich ein Paradies hier für Kinder. Und wir haben dann unsere Ruhe und können machen, was wir wollen. Nur 5 Jahre, dann ist es soweit. So, wir denken jetzt erstmal nur in 5 Jahren. Und natürlich sehen wir uns so in 40, 50 Jahren irgendwo auf irgendeiner Bank sitzen und irgendwo hingucken, Händchen halten, oder? Also ich sehe es so. Ja. Nee, ich glaube auch, dass man irgendwann, natürlich ist es halt auch mit Kindern jetzt nicht immer unanstrengend, ne? Also, dass man irgendwann mal dann sagt so, okay, jetzt lass sie gehen und man kann sich wieder auf sich konzentrieren, hat nicht die ganze Zeit halt auch diese Lautstärke. Also, manchmal, ich riech echt, also gerade am Morgen, wenn um 6:30 Uhr wieder dann der Alarm losgeht und du hast die ganze Zeit nur Schreierei. Von jedem, die diskutieren halt gern alle, diskutieren so gern. Oder streiten oder weiß ich nicht was. Auf jeden Fall ist es schon auch anstrengend für den Kopf, ne? Und ich bin da total sensibel. Manchmal könnte ich durchdrehen, wirklich. Und ich freue mich da schon auch drauf, dass dann irgendwann mal dann auch wieder Entspannung ins Hause Lau kommt. Aber sonst sehe ich uns, ich glaube, genauso weiterhin glücklich und uns auch Sachen entdecken, also nie aufzuhören, irgendwie da in die Berge zu gehen und auf Reisen mit den Kindern, denen das weiterzugeben. Weiterzugeben, ja. Definitiv, ja. Ihr bleibt in Berlin aber auch, oder? Ihr seht euch weiter in Berlin, oder? Ja, mal gucken. Also ich würde sagen, wir sind immer früher, bevor die Kinder in der Schule waren, also waren wir sowieso mal jedes Jahr mindestens 2 Monate reisen oder so. Ja, also das ist natürlich schwer. Schwerer. Weil Freddy dreht immer im Sommer, also meistens, wenn die 6 Wochen Urlaub haben, Ferien. Und wir haben jetzt nur noch 2 Wochen Winterferien. Das schränkt uns schon sehr ein, Reiselustigen. Das stimmt schon. Ist das wegen den Sommerfilmen, ist das immer so eine Zeit, dass man ausgerechnet immer dort Filme dreht? Habe ich auch gefragt, weil die Tage sind sehr lang und deswegen können die länger drehen. Für die Produktion ist das halt besser, weil sie dann länger drehen können, weißt du? Warm, anderes Licht und... sonst geht es irgendwie bis 16 Uhr, 17 Uhr. Ich denke mir auch mal, was machen die Finnen? So ein Finnland, weißt du, hast du immer so dunkle Filme. Das kommt schon daher, weil wir müssen manchmal dann auch, und gerade im Herbst fangen wir dann manchmal an Abholungen 4 Uhr morgens, weil wir um 5.30 Uhr oder 6 Uhr dann schon drehen müssen und so. Freddy, Gott sei Dank immer, die Arschlöcher, die holen mich um 4 Uhr. Ich glaube, da rufe ich nochmal an.
Puh, ja, ruhig. Nee, ist schon so. Und ich glaube einfach, ja, zu, also Berlin sehe ich mich auf jeden Fall, aber auch, das ist meine, weil es meine Heimat ist irgendwie und meine Kinder dann auf die Schule gehen. Aber sonst sind wir auch immer viel unterwegs. Also ich glaube, die besuchen mich auch ab und zu und so. Und ich guck, bin ja sowieso, ich mag das aber auch bei uns zu Hause. Wir wohnen in so einem grünen Fleckchen, einfach dann runterzukommen und dann sozusagen so sein Zuhause zu genießen. Ja, ich brauche da nicht mehr so viel Tobabo. Ja, du drehst also mal viel, ja. Warst jetzt sehr fleißig und dann hast du mir gestern erzählt, du hast ja auch ein paar neue Companies, oder? Genau, Firmen, ja. Firmen mit Streaming-Dienste, das heißt, genau. Auch da kommen andere Standbeine dazu. Genau. Auch gut, oder? Dass man nicht nur vom Film, von einem Film zum anderen. Ja klar, nee, ich habe auch einfach Bock gerade und das ist auch so ein Teil, wenn man irgendwie mal ein bisschen klarer im Kopf ist. Dass man ganz auch einfach besser auf Sachen zutreten kann oder sagen, okay, alles klar, ich bin morgen um 7 Uhr da, sondern es ist nicht mehr so, dass du sagst, so, ich kann es dir nicht versprechen. Ja. Und dass man sagt, okay, da, das interessiert mich, das möchte ich ausprobieren. Und es geht ja immer nur die ganze Zeit ums Ausprobieren, weißt du? Und wenn es nicht funktioniert, funktioniert es halt nicht. Wo ist das Problem, weißt du? Und da im Streamingdienst gucke ich ein bisschen was, dann vielleicht auch mit einer anderen Sendung und so. Also da kommt schon einiges. Und ich habe auch voll Bock drauf, einfach Sachen zu machen, ja. Und Annika bleibt auch beim Fernseher? Ja. Oder? Das ist auch so, das ist auch dein Wohnzimmer da, oder? Ja, also ich muss sagen, ich habe es echt sehr vermisst. Also aber das weiß Freddy auch, deswegen tut er auch alles, damit ich da, damit ich arbeiten kann. Und das finde ich auch schön. Freue ich mich sehr, dass du das machst. Weil ich bin verschwunden im Sprechen. Also ich habe gesprochen ganz viel und spreche auch weiterhin ganz viel Werbespots und bin Station Voice für Radio. Deswegen versteht man sie so gut. Ja, naja. Und ja, das mache ich weiterhin. Freue ich mich. Ich freue mich auch. Ich möchte mich auch einmal bedanken für die gute Zeit, die wir gemeinsam haben. Ja, danke dir. Nicht nur vom Mikrofon, sondern auch draußen in der Natur. Ich glaube, die Kombination ist immer geil. Ich habe mir noch was rausgesucht. Und was ich ist weiß das? Nicht, kennt ihr den? Der tägliche Stoiker. Nee. Müsst ihr euch zulegen. Da gibt es jeden Tag gibt's etwas, ein Datum. Da kann man einmal nachlesen. Und ich hab mal eures durchgelesen, den Geburtstag, den 12. März von dir. Kann man sich einmal durchlesen und einmal... Vom Freddy, den 17. August. Den 17. August. Müsst du durchlesen? Ja. Ich habe es heute gelesen und irgendwie finde ich es total, total passend auf euch und irgendwie hat das etwas ganz Großartiges. Und ich habe das bei mir auf Nachtkästchen liegen, gell? Und lese jeden Tag diesen 12. Oktober, dann der 13. Oktober und jeden Tag nur diesen einen. Und ich finde das sehr, 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 sehr was Besonderes. Und mit diesen, das ist ja natürlich für euch zum Reinlesen mal. Und mit diesem netten Gefühl oder mit dieser Erkenntnis oder ob man es jetzt annimmt oder nicht, ich möchte mich ganz, ganz lieb für eure Freundschaft und für eure Ehrlichkeit bedanken. Und vor allem möchte ich euch von Herzen ein Kompliment machen, für das, wie ihr seid und was ihr seid und wie ihr damit umgeht. Auch das Wie ist ja ganz was Wichtiges und so wie ihr spielt. Und ich sage immer so, life can be better. Was kann man machen? Und ihr zwei gebt euch selber sehr viel und es war heute für mich total warmherzig, auch euch da vor dem Mikrofon zu sehen und wie ihr gemeinsam lacht. Und auch wenn nicht immer alles zum Lachen war, aber wie ihr damit umgeht und es am Ende des Tages heißt, wie spielt man's Leben und wie spielt man's? Und ich würde sagen, ihr spielt es verdammt geil und Respekt, gratuliere und danke für euch. Danke dir, Stoffi. Wirklich, wir finden es ja auch ganz fantastisch und wir freuen uns total, dass du uns so aufgenommen hast hier und wir freuen uns auf die nächsten Tage. Ich lese jetzt den täglichen Stoik. Ah, du musst noch die Abmoderation machen, bitte. Was? Ich muss die Abmoderation machen? Das war der Gast aus 307 mit drei fabulösen Menschen. Nochmal, wieso hast du die Musik ausgemacht? Da fühle ich mich nicht im Flow, mein Lieber. Mit Daniel Stock und Frederik Lau und seiner Frau. Yes. Und seiner Frau. Danke. Küsschen. Küssi, Bussi, sagt man Bussi. Doch. Küsschen, Bussi. Ciao, Servus und Baba. Ja, und nicht vergessen, unser besonderes Abenteuer mit Frederik und Annika Lau gibt es auf YouTube unter Live Moments der Gast aus 307. Viel Spaß bei diesen persönlichen Einblicken.
Der Gast aus 307. Hey, und hier noch diese Info für dich. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann like sie oder teile sie mit deinen Freunden. Daniel findest du übrigens auf den üblichen Social-Media-Plattformen. Sein Name dort? Entweder Daniel Stock oder Stockanotti. Danke dir. Danke dir. Und viel Spaß.